bin sofort wieder mit dabei. Ich glaube, die mögen das nicht, dass man hier die Bäume fällt. Komisch. Unsere Schattenspender! Ah, wir nehmen Rache! Naja, haben wir zwei. Oh, das sind fünf. Ja, ich habe die jetzt einfach mal stehen lassen. Oh, nee. Vielleicht sind das alles Klimagegner oder so, die hier keinen Bock haben, dass die Bäume gefällt werden. Das könnte natürlich auch sein. Einer ist tot. Scheiß Klimaaktivisten. Mhm. Mit dem Rutschen könnten wir Kleber nennen. Einer ist drin. Weiter einer. Ja, näher. Wir schicken schon 16-jährige Mädchen mit Kannibalisten auf uns los. Ja. Ja, der arme Mann ist arm ab. So, warte mal. Ich würde gerne die Falle wieder aufstellen. Geht das nicht? Doch, geht von hier. So, einmal reintreten bitte. Gegnerin. Sind fünf oder so. Sie haben was reingetreten, ne? Die Falle. Wollte ich gerade auch aktivieren hier. Machst du? Warte mal, ich wollte gerade schon, ja, aber ich finde, kommt jetzt keine Möglichkeit. Musst du ein bisschen weiter rausgucken aus der Hand. Ja, ja, sehe gerade. Ja. Bin dabei. Damit müsste es jetzt eigentlich nur noch zwei sein, wenn ich es richtig gesehen habe. In die Falle gekloppt. Kann man wissen, noch alle weg sein. Der Weg ist fertig. Also diese Wegumrandung. Ich habe jetzt gleich auch den Turm fertig. Den zweiten. Ich komme mal schnell rein, weil hier ist dunkel und hier draußen rennen welche rum. Na komm, mach zu. Na, die Frage ist, hier, wer geht's vor, wenn wir jetzt anfangen zu schlafen? Ja, ich komme mal eben mit dem Wagen rein.
müssen eigentlich nicht mal alle in dasselbe Bett springen, oder? Ja. Man kann keine verschiedenen komisch. Nehmen. Dann zählt er das quasi nicht. Oh, ich hänge hier an den ganzen Baumstümpfen fest. Ich komme hier gar nicht mehr raus. Bevor ich schlafe, werde ich mir nochmal das Spiel retten. Stimmt, genau. Einmal Spiel retten. Super. Yes. So, dann müsste es jetzt hell werden. Ja. Geh doch mal ein bisschen, geh doch mal ein bisschen was tun. So, der zweite Turm ist auch fertig. Sehr gut. Seil dran. Und jetzt die Hängebrücke. So. Das ist nur die Frage. Wo ist der Punkt zum Bauen da? So, dann ist jetzt auch tatsächlich die Außenwand fertig. Also von dem nächsten Stockwerk. Oh, hier stehen wieder ein paar Bäume, sehr schön. Fange ich jetzt oben an, Leute. Das war wieder ökologisch. Bitte was? Na, du fällst Bäume. Nein, ich demonstriere nur.
Scheiß auf Greta, fällt mehr Bäume. Kack hier auf den Regenwald. Ich bereite hier wieder eine Menge Holz vor. Also hier, wo ich so bin, kann man, ich habe 3 oder 4. Obwohl, wenn du auf den Regenwald kackst, bringt das hier wieder Nährstoffe für den Boden. Also das, ja. Ich dünge den. Ja. So, du sollst dich nicht mal das wörtlich nehmen. So meine ich das jetzt tatsächlich nicht. Also wie gesagt, hier fallen gerade Bäume ohne Ende. Ich hab jetzt hier nochmal 5 oder 6 Bäume runtergeschossen. Der Typ ist aber langsam echt nervig hier. Was denn? Ja, hier ist wieder einer, der mich die ganze Zeit attackiert. So ein Kannibale oder was Größeres? Nee, ein Kannibale. Ja, warte, dann komme ich gleich hin. Nö. Da sitzt jemand einfach nur. Jetzt sind wir zu zweit, ich gehe mal kurz rein. Ich lock sie mal in die Falle. Beide Turme draußen. Wenn die Tür mal zugehen würde. Ach, es ist doch nicht wahr hier. Ist reingekommen? Ja. Versuche ich mal ins Wasser zu locken. Ja. Ich komme mal zum Unterstützen. Komm her. Dann musst du doch jetzt eigentlich ertrinken. Jetzt. Ach, tot. Ist tot. Schade, kriegt man die nicht mehr, wenn die da unten liegen, oder? Nee. Ja, das habe ich immer dahinter auch gemerkt, als die unter auf dem Boden gesunken ist. Ach, jetzt ist hier noch einer. Ach, hau doch ab, geh doch mal weg, da lass mich doch einfach mal durch. Jetzt haut er ab. Das Doofe ist, man hat da noch gar keine Zeit mehr, das Katana rauszuholen, ne? Habt ihr? Was? Ja. Gut, dann nehme ich jetzt mal den Wagen rein. Einmal kurz den Token zerschnipseln, dann nehme ich mir die Beine nämlich. Weil die kannst du ja aufhängen, trocknen und dann kannst du die ja mal futtern. Wozu braucht ihr denn jetzt noch 2 Holzstämme? Drin für die Einrichtung. Für die Oberes Stockwerk, ganz links an der Wand. Da hat die Yvonne, glaube ich, schon angefangen, so ein bisschen drin, wenn nur Möbel. Für die Hängebrücke fehlt jetzt noch 2 Baumstämme. Die bringe ich jetzt eben so. Achso, da hinten links, wenn du rauskommst, kannst du hinten links in einem größeren Stück liegen, keine Ahnung, bestimmt noch 6 oder 7 Bäume. Ja, ich habe jetzt schon einen. Also da habe ich tatsächlich ja nochmal ein bisschen Halt, ist jetzt schon wieder einer drin, das gibt's doch nicht. Bin schon auf dem Weg. Unglaublich. Komm ins Wasser, komm. Der geht jetzt eine Runde tauchen. Ja, ich weiß auch, wieso die mit dir reingehen. Wie gesagt, da oben ist das Tor offen. Nee, ich war gerade nicht schnell genug mit dem Zumachen. So. Nee, hier oben ist trotzdem das Tor offen. Nicht, dass die uns da in den Rücken fallen.
wäre sonst ein wenig doof. So, Brücke ist fertig. Ah, das war blöd hier. Ich ein bisschen weit weggebaut. Was? Von dem, von diesem einen Steg hier oben. Und jetzt ziehe ich es einfach so nochmal. Plattform hin, vielleicht geht das ja. Kann man hochklettern? Da kommt was Großes angaloppiert gerade. Kann man sich ja fast hier einen eigenen Kletterpark zusammenbasteln hier. Ja, ich habe jetzt also zum Beispiel in meinem Spiel, was ich jetzt alleine spiele, da habe ich mir rings um die Mauer von innen so eine Art Laufsteg gebaut, dass ich die von da beschießen kann. Das hält dich keiner auf, das hier auch zu tun, wenn du das möchtest. 11 Stück, aber ob man da jetzt drankommt, ist die nächste Frage, ne? Machen wir erstmal den großen da weg. Das Gute ist, dass die hier nicht hochklettern können. Ja, da sind 2 große, 3 große sogar. Da hinten. Ja, 2 Multifister und 1 Fettsack ist das, ne? Ja. Vielleicht hauen sie auch wieder ab. Oh, kurz. Sofort. Bum, 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 hört man es nur. Die gehen aber gerade weg, also die ja. Sind gerade in eine entgegengesetzte Richtung unterwegs. Ja, die lasse ich jetzt auch mal einfach da weg. Na, du rutschst doch gleich runter. Ey, ich hab doch gar nichts, hallo! Ich hab gar nichts gemacht. Ja. Ich hasse Menschen. Oh, da kommt man. Das merkt man immer auf der Rennstrecke. Bitte was? Hä? 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 Ich hab bisher noch nichts gemacht. Ja, Samstag hast du einen anderen Teamkollegen. Ich sag, meine Familie ist halt mal wichtiger. Ja, wie gesagt, es kann ja sein, dass ich auch gar nicht kann, wenn am Ende dann die Party ja, dauert. Wir haben keinen Kommentator, ne? Hast du nur wieder der abgesagt. Das war aber schon lange bekannt. Naja, hat dir der ja gesagt. Dann hatte ich ja eigentlich den Kev Nummer 2 gefragt und dann habt ihr den aber zum Stand. Ja, der hat mich angeschrieben. Oder beziehungsweise der hat ja. Achtung, nicht bewegen. Der hat ja gefragt gehabt, ob der es kann. Also ich. Wenn er mir gesagt hat, er möchte nur Kommentator machen, ich bin noch nicht als Stammfahrer gesetzt. Ich habe ja extra ihn angeschrieben. Hab ihn gefragt, ob es okay ist. Was möchtest du? Der Einzige, den wir noch fragen könnten, wäre Nico. Ja, mal gucken, ob der wieder irgendwann. Oder will. Rosi macht's. Ja, werden wir sehen. I don't know. Ja, momentan haben wir ja jetzt wieder. Oder wir bräuchten mal wieder neue Stammfahrer, also neue Leute. Ja, aber momentan geht's ja eigentlich nur. Ja. Naja, momentan sieht's ja gut aus. Aber du spielst ja momentan das Need for Speed, das neue, das ja. Das ne? Ja. Irgendwer hat mir gesagt, dass das wieder sehr stark anknüpfen soll an das Most Wanted von der 2. Stimmt das? Nee, ja, so ein bisschen wie Underground 2. Okay. Also du musst halt Tags und Nacht fahren, ne? Weil tagsüber kriegst du die Kohle und nachts kriegst du die Reputationspunkte. Also die ganzen Erfahrungspunkte. Damit du da dann irgendwie dein Auto hochleveln kannst. Damit du Teile von Autos freischalten kannst. Okay. Ich kann es erst am Freitag spielen. Ich schenke es nämlich meinem Bruder zum Geburtstag. Ne, ich hab's schon relativ früh geholt. Ich hab mir jetzt auch das neue FIFA und das neue Call of Duty geholt. Am schönen Black Friday gab's das FIFA, das ganz teure für 59,99 im Store. Ich hab jetzt bei dem Black Friday das neue, wie heißt das? Ja. Star Wars? Hier denn, nee, hier den Nachfolger von dem Wildlands. Ja, Ghost Recon. Ja, Breakpoint. Danke. Ja, genau. Oh, das wäre hier auch blöd, hier fällt man ins Wasser. Dann mache ich mal eben eure kleine Dings hin.
Kabums, Falum. Mal vorhin gemerkt, das ist ein bisschen schade, dass man halt, selbst wenn man dann eine weibliche Kannibalistin den Kopf abhackt, dass man dann trotzdem nur einen Männerkopf kriegt. Ja, dass die auch alle gleich aussehen, ne? Ja. Das ist mir auch schade. Also du kriegst immer fürs Totem nur diesen einen Kopf, egal wie du... Wie gesagt, hab ich ja nicht, hier müssen noch welche hin, hier müssen noch vier Stück hin.